Let's play. Da sind wir wieder. In der Kirche, in der The Origin, yeah, was für ein langweiliger Anfang, so fängt man doch keine Folge an, na 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 na. So, jetzt besser, alle zufrieden? Ich möchte eine Map haben. Also Daisy, bitte schenk mir eine Map. Und was ist das für ein fucking awesome Wetter? Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Und ich finde leere Dosen und Shotgun-Muni. Habe ich eigentlich Hunting Knife? Ja, ne? Was? Was? Ich habe kein Hunting Knife. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich eins. Und was zur Hölle ist das? Feuerzeugbenzin? Was ist denn das? Battery, eine Batterie. Die kann ich ja in meinen fleischigen Wackeldildo reintun, dann geht der auch wieder besser. Dildo, Vibrator. So. Schauen wir mal nach oben. Die Batterien braucht man, glaube ich, erst später für Codeschlösser. Also nicht Code, ne? Wie Bubu. Sondern Codeschlösser, wie Passwortcode, ne? Ob die jetzt schon eine Funktion haben, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also, keine Map, dankeschön. Wäre jetzt natürlich saugeil, wenn mein LKW jetzt repariert wäre. Durch den Server Restart. Aber ich glaube jetzt einfach mal nicht daran. Ich gehe mal durch die Wiese, das ist nicht so laut. Hey, aber da kommt ein Zaun, da kommst du nicht durch. Ja, auch da ist der Eingang vom Supermarkt. Dann gehen wir doch da auch gleich rein. Und ich wette, der sieht mich jetzt gleich, der Zombie da. Na komm doch her, hier bin ich. Hallo, Zombie. Hierher. Ah, okay. Ein Wunder ist geschehen, der Zombie hat mich nicht gesehen. Da schwebt ein Haufen Scheiße, da liegt ein Fernglas. Das habe ich aber schon. Dahinter komme ich nicht. Wow. Gleich so viel auf einmal. Wo soll ich denn das ganze Zeug hinpacken? Schön. Supermarkt, fail. Was ist denn das? Ah, ich dachte, die kommen erst. Oder vielleicht funktionieren die einfach noch gar nicht. Davon habe ich gesprochen, von diesen Code-Schlössern. Wenn das so weitergeht, rege ich mir jetzt echt auf, dass ich die Blaupausen wieder weggeworfen habe in der Kirche. Weil dann bräuchte ich echt nur noch so Steine und Holz. Und ich glaube, ein Sack Zement noch. Ich glaube, man braucht zwei für ein Haus. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher, würde ich aber nachgoogeln, wenn... wenn sich weiteres ergibt. Ein Zombie haben wir am Arsch. Vor allem hier scheint es verdammt ruhig zu sein in der Stadt. Das müsste ich direkt ausnutzen. Nein, mein Auto ist nicht repariert. Aber ich schnapp mir jetzt erstmal die Lee Enfield, die da drin ist. Weil da habe ich zwei Magazine. Und hier nur eins. Klar, in dem habe ich hier 30 Schuss. Aber mit den 30 Schuss bin ich weniger effektiv als mit dem... AK-Scheiß hier. Alter, das wäre so ein geiler Truck. Ah, die Batterie. Und schon mal nochmal hier rein. Hallo. Loot. Was ist das? Okay. Reinforcing Material. Ich glaube, das braucht man auch zum Bauen. Und es ist verdammt groß. Packen wir mal das Fräsi in den Rucksack und ein P
Painkiller. Und jetzt reicht der Platz. Die Lee Enfield in die Hand. Und schon mal in LKW räumen. Mann, ich muss das Ding echt repariert kriegen. Da ist so viel Scheiß jetzt schon drin für den Hausbau. Okay, das... Ich verstehe noch nicht ganz, wofür ich es brauchen werde, aber ich werde es bestimmt brauchen. Jetzt hoffen wir oben mal noch auf reichliche Beute. Ja. Hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt hoffe ich, dass hier oben ganz gar nichts ist, was ich gebrauchen könnte. Wollt ihr mich verarschen? Kruzifix, Halleluja, was ist denn da los? Wo ist denn das ganze Loot? Manu. Was mache ich denn jetzt, verdammt? Ich kann doch jetzt nicht ewig rumhüpfen in der Hoffnung, irgendwie noch drei Reifen zu finden. Wo soll ich denn die... wo soll ich denn die herkriegen? Da gibt es, glaube ich, gar nichts zum Einsammeln. Und hier war ich schon. Scheiße, das wird nichts, Leute. Eventuell da hinten vielleicht. Jetzt bin ich so nah an der Feuerwache. Jetzt kann ich wieder nicht widerstehen. Die ist natürlich wie eben schon nur von einer Seite begehbar. Das kotzt mich an, dass du hier so eingeschränkt bist. Dass du immer nur da rein kannst, wo du sollst. Ich will da jetzt nicht mit V reingehen, weil ich keinen Bock habe, mir jetzt irgendwas zu brechen. Was ist denn das? Ein Stein. Was haben wir denn da Feines? Nochmal AKSD, nehmen wir einfach mal mit. Kann ich ja dann in meinen nicht fahrenden LKW verräumen, dass sich dann irgendjemand drüber freut, der mich killt und den LKW findet. Was ist das? Eine Stanag und ein G36 Magazin. Nimm auch mit. Und höpp. Und höpp. Und ihr ahnt schon, was kommt. Obwohl ich jetzt keinen Bock habe, da wieder komplett rumzulaufen. Aber müsste ich eigentlich eh. Gut, dann schauen wir da auch nochmal rein. Wie langweilig. Ich finde es gerade genauso langweilig wie ihr, Leute. Tut mir leid, aber man kann entweder bauen oder Action haben. So, da ist schon mal wieder Müll. Müll. Essbarer Müll. Eine Remington? Nee, danke. Nö, 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 nö. Lass mich! Lass mich! Okay, hat sich null gelohnt. Dann rennen wir weiter mal an die andere Seite der Stadt. In der Hoffnung, dass es da ein bisschen Industrial gibt. Hier oben liegt auch keiner. Das ist Wahnsinn. Ich traue mich fast behaupten, dass diese Stadt gerade mir gehört. Aber alle Angaben ohne Gewehr. Weil immer dann, wenn ich mich zu sicher fühle, dann werde ich erschossen. So, hier kriege ich hoffentlich die Zombies los. Oh. Komm mal durch.
Essen müsste ich auch bald. Ich glaube nicht, dass ich hier viel finden werde. Oder viel Industrial. Was bist denn du? Ah, Mountain Dew. Mann, alter, schwedischer Schwede. Das wird nix. Ich werde hier nie und nimmer vier Reifen zusammenkriegen. Ich weiß, einen habe ich schon, aber... Was bringt mir der? Uah, Zombies kommen. Und hier steht aber sonst auch nichts rum. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wäre das Motorrad mir mal anschauen. Aber mehr Optionen sehe ich jetzt gar nicht mehr. Da hinten sind Baracken. Sind die echt? Kann ich es mir erlauben, stehen zu bleiben? Ich mach's einfach. Nee, die sind nicht echt. Dann gehe ich jetzt hier in die Scheune. Wenn da nicht wieder überall so eine schwule, unkaputtbare Mauer wäre. Hallo, Eingang. Da ist ja der Eingang. So, da haben wir schon wieder Zement. Den nehmen wir mal mit, dann haben wir jetzt, hätten wir den jetzt fertig. Moment, ich kann ja gleich mal essen, wenn ich jetzt schon hier bin. Nam nam nam. Na, essen wir gleich nochmal. Und essen wir gleich nochmal. Nudeln sind mir lieber, die hebe ich mir auf. Nam 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 nam. Hä, mein Blut ist hier wieder voll, sehe ich gerade. Wurde ich da etwa durch den Server-Restart geheilt? Ha? Was? Ist ja alles... Was wächst denn da? Tote Sonnenblumen. Ist ja alles schön und gut, aber ohne Reifen ergibt das alles keinen Sinn. Es sei denn, ich müsste jetzt nur noch Stein abbauen. Aber schon mal, dieses Haus ist doch aus Stein. Need to find a mineshaft to use this tool. Ganz toll. Woher soll ich jetzt eine Mine erkennen? Und Holz brauche ich auch ohne Ende. Und scheiße, verdammt nochmal, eine Blaupause brauche ich wieder. Ich habe ja meine weggeschmissen. Also wie gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende. Da hinten das Auto ist Deko. Das brauchen wir uns nicht anschauen. Jetzt laufen wir wieder quer über diesen riesen... Todesplatz hier, dass uns jeder abknallen kann, wenn hier jemand ist. Und dann packen wir wieder all das Zeug ins Auto. Ich könnte aber nochmal in die Kirche schauen. Vielleicht sind ja doch wieder welche da. Bis auf Stein und Holz habe ich jetzt, glaube ich, alles. Ah, das ist so ärgerlich wieder. Die ganze Arbeit umsonst gemacht. Komm, lass mich durch. Juhu. Ein
durch das Eckhaus in die Kirche. Zack. Das interessiert den Zombie nicht. Der hat mich schon lange durchschaut. Egal. Ja. Keine einzige Blaupause mehr da. Jawohl, noch so ein Ding. Ah, braucht nur einen Platz, dann nehmen wir es halt mit. Schöne Scheiße, da habe ich schön wieder Bockmist gebaut hier. Voll eure Lebenszeit verschwendet. Weil jetzt kriege ich kein Haus zusammen, kann mit dem Auto auch nicht wegfahren. Und habe 2 oder 3 Folgen jetzt verbraten.